Der Körper ist ein Zeichen, der Körper ist ein Signal und er hat auch eine Sprache. Und wir kennen die Körpersprache, die einen inneren Ausdruck, den wir mit uns tragen, präsentiert und herausprägt oder was. Und mir war sehr wichtig, in diesen Bildbeispielen und auch in den Aktionen diese Körpersprache zur Diskussion zu bringen, auszudrücken und auch einen Dialog mit anderen damit zu führen. Eine ganz wichtige Sache war natürlich schon auch, wie die Rolle der Frau, wie das Bild der Frau im sozialen Bereich, im öffentlichen Bereich und auch im künstlerischen Bereich dargestellt hat. Und diese Sachen habe ich zum Teil nachgestellt, aber in einem anderen Kontext und nur herauszuschälen, wie diese Körperhaltungen waren. Und diese Körperhaltungen waren durchwegs entweder anpassend, auch mehr devot, auch spielerisch und haben eigentlich kein Zeichen gehabt der Repräsentation mit einer Bestimmtheit, wo wir sagen könnten, da ist auch ein Machtbedürfnis dahinter. Aber trotzdem haben natürlich die Frauen auch dasselbe Machtbedürfnis, wie die Männer haben, weil wir sind ja alle zusammen Menschen. Für mich war besonders die Beschäftigung mit Medien, also eben mit früheren Medien, wie zum Beispiel Film, Fotografie, aber dann später auch mit Video, weil es verschiedene Ausdrücke durch diese mediale Beschäftigung gibt. Im Film drücke ich mich anders aus oder durch den Film drücke ich die Gegenstände anders aus, wie zum Beispiel durch die Fotografie. Und ich habe dann konzeptuelle Fotografie für mich selbst erfunden, könnte man sagen, indem ich die Kamera und den Blick auf einen Gegenstand verbunden habe. Ich habe nicht eine Totale eines Gegenstandes gemacht, sondern ich habe einzelne Fotos gemacht, so wie mein Blick einen Gegenstand abtastet und wieder woanders hinschaut und auch die Perspektiven ändert in seiner Blickgestaltung. Es ist so für mich wie ein Triangel, das Äußere, das Objekt oder das Subjekt, ja, die Kamera und mein Blick. Beziehungsweise, es hat natürlich auch damit zu tun, dass meine Blicke gelenkt werden können. Auch durch die Politik, auch durch gesellschaftliche Vorgänge. Und darum ist es immer wieder neu und darum wird es immer wieder neu entdeckt oder präsentiert oder besprochen und gezeigt. Bei den Performances und Aktionen war natürlich schon ein wichtiger Punkt, sie aufzuzeichnen, weil ich kann jetzt nicht mit jeder Performance jahrelang herumfahren und jedes Mal die Performance machen. Ich ändere mich, die Zeit ändert sich, die Umgebung ändert sich. Ein Bild kann man von heute in 10 Jahren ja wieder ausstellen und herzeigen. Aber mit Performances, Aktionen ist es schwieriger, darum braucht man eine Aufzeichnung. Und da hat es von mir 2 Haltungen gegeben. Entweder habe ich eine Choreografie, das bestimme ich schon vorher, wie die Aufzeichnung dann stattfinden wird. Oder ich überlasse es dem Fotografen, den Aufzeichnern oder der Aufzeichnerin durch Video oder durch andere Medien, wie sie es gestalten möchte. Und hier kommt natürlich schon auch eine Gestaltung mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammen. Also es ist nicht mehr diese Aktion oder nicht mehr diese Performance, die nur von mir alleine wäre. Und hier muss man dann natürlich sagen, dass es eine Zusammenarbeit ist, diese Sache, wie man eben zum Beispiel auch gemeinsam ein Bild gestalten könnte oder malen könnte. Und der Begriff Performance kommt vom Amerikanischen und ich habe natürlich zum Teil meine Aktionen genannt und andere Aktionen Performances genannt. Das war so Anfang eben Ende der 60er Jahre und mit den beginnenden 70er Jahren. Die Inspiration war diese, dass man eben weggeht von der Galerie, dass man eben weggeht von der Bühne und in einen freien Raum, in dem man sich auch dann frei, unabhängig bewegen kann,
Stadt natürlich hat bestimmte Regeln, das ist ganz klar. Diese Regeln kann man entweder durchbrechen, man kann sie auch natürlich auch einhalten. Man wird sich einhalten, wenn man auf Plätzen geht und in Straßen geht. Zum Beispiel wie die Aktion aus der Mappe der Hundigkeit, die ich mit dem Peter Weibel zusammen gemacht habe. Ja, da sind wir auf einen Platz gegangen, also im urbanen Bereich. Und das war aber sicherlich eine sehr gute Reaktion vom Publikum. Das Publikum, wie man auch auf dem Foto sieht, war belustigt, hat geschaut, hat gelacht. Und es war überhaupt kein Problem, diese Aktion zu machen. Also meine Intention ist, die Wahrnehmung zu schärfen, die Wahrnehmung hervorzurufen, damit man auch andere Strukturen, die nicht nur in der Kunst gezeigt werden, wahrnimmt. Man muss wahrnehmen, welche Gesetze wir haben, ob sie richtig sind oder ob sie falsch sind. Für uns jetzt, hier zu leben oder was. Woher kommt, woher werden sie diktiert? Und Kunst kann dazu beitragen, Wahrnehmungen zu schärfen.